Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Heute gehen wir zur Yagwai-Höhle, die wir zum Einsturz bringen sollen. Da müssen wir noch eine weitere Yagwai töten. Ich habe das Gefühl, mein Fallout ist abgestürzt. Yo, Fallout NV funktioniert nicht mehr. Jetzt ist die große Hoffnung, kann ich das Spiel starten? Oft habe ich nämlich nach dieser Fehlermeldung dann das Problem, Fehlermeldungscode 80 oder so bei Steam, wenn ich das starten will. Keine Ahnung, ob jemand von euch dagegen eine Lösung weiß. Es dauert schon mal lange gerade. Ja, Zwischenzeit schließe ich mal wieder meinen Ventilator an. Wenn jetzt gerade nicht das Spiel ist, dann kann ich den gerade mal laufen lassen. Dann, ich habe den ja auch nicht direkt ins Mikrofon. Hier auf der zweiten Stufe müsstet ihr den auch kaum hören. Synchronisation mit Steam Cloud beenden, na toll. Jetzt ist aber so. Steam aus, Steam an. Ich trinke mal was noch zusätzlich. So, ja, wir haben dezent technische Probleme gerade. Das ist gut. Steam wird aktualisiert. Ach komm! Jetzt muss ich mein Passwort für Steam eingeben. Es ist so warm, ne? Auch. Das ist schrecklich. Also ich. Das sage ich auch immer und immer wieder. Bin ein Mensch. Ich mag es nicht, wenn es warm ist. Nie. Und ich gehöre nicht zu den typisch Deutschen, die, wenn es warm ist, sagen, ja, jetzt mal ein bisschen kälter bitte. Und die sagen, wenn es kalt ist, ja, jetzt mal ein bisschen wärmer bitte. Ich will es immer kalt haben. Ich finde Winter nicht schlimm. Jetzt habe ich Fehlercode 53. Was ist denn hier los? Hä? Also, jetzt habe ich hier drei Updates. Was ist denn das? Aha. Ja, 3 Minuten, das war super. So. Fünf oder sieben, sechs Yagwais haben wir, glaube ich, auch schon getötet. Kann das sein in Fallout New Vegas jetzt schon? In Fallout 3 habe ich. Yagwai. Selbst unsere stärksten Jäger könnten nicht hoffen, so viele zu töten. Es muss ein Nest in der Nähe sein. Irgendwelche Vorschläge? So viele auf einmal zu bekämpfen, ist ein gefährliches Unterfangen. Es sei denn, sie sind wahrlich ein mächtiger Krieger. So viele, so dicht beisammen, das lässt auf ein Nest in der Nähe schließen. Wenn wir es finden und zerstören, sollten wir mehr Glück haben. Wie sollen wir das anstellen? Hat Ihnen Daniel nichts vom Feuerlehm der Neukana-Anita gegeben? Der könnte eine Höhle zum Einsturz bringen und die Biester darin einsperren. Schauen Sie sich um, ob Sie eine Höhle in der Nähe finden. Das könnte einfacher sein, als die Bestien zu töten. Keine große Sache, ich habe schon Schlimmeres mitgemacht. Ich hoffe, das ist die Wahrheit und nicht nur Prahlerei. Aber ich werde Ihre Führung akzeptieren. Wir sollten uns besser in die Arbeit machen. Ich stehe an Ihrer Seite. Ja, prinzipiell haben wir die Yagwai in dieser Höhle ja auch schon ausgelöscht. Oh. Aber ich meine, okay, ich gehöre zu den Leuten, die, die
Habe ich keinen Sprengstoff? Hilfsmittel. Wie soll ich das denn jetzt machen? Bergbauzünder. Sie können den Lehm erst zünden, wenn sie sich außerhalb der Höhle befinden. Merkwürdig. Weil außerhalb kann ich nichts machen, weil ich innerhalb der Höhle bin, oder wie? Ich dachte, das wäre jetzt so voll der Übergegner hier, der da kommt. Weil die Dinger schon stärker sind als die... Ach, da hinten. So, ich habe kein Feuerleben, Leute. Oder, legen Sie den Bergbausprengstoff an Schlüsselstellen in der Höhle. Aha. Ich glaube, jetzt ist es anders getriggert. Kann das... Ich nehme mal die lokale Karte. Ich glaube, es ist sinnvoller. So, eins ist direkt vor mir. Hier? Ich kämpfe gegen sie, wenn's sein muss. Wai. Aus dem Weg. Gehen wir. Dir möchte ich nicht. Warum? Bleib als Salz. So, Achso. In der Wunde Neu-Kanaan einnahm, befahl er den Weißbeinen, die Erde zu salzen, dass nichts mehr wachsen könne. Welches Monster tut so etwas? Hä? Ich gehe mal weiter in der Höhle, ne? Da ist anscheinend nichts. Hier ist auch nix. Ich habe keine Ahnung, wo ich das machen soll. Ist das das hier? Das ist ja schon mal sinnvoll. Dass diese Dinger optisch erkennbar sind. Gesundheit. So, Das erinnert mich gerade ein bisschen an so eine, diese CD-Mission, die ich mal hatte. Kannst mir jetzt nicht sagen, dass das da drin ist. Da drunter direkt.
Aha. Ja, das ist natürlich unglücklich gewesen. Okay, es wäre eh irrelevant, weil wir müssten eh alle töten. Ich meine, es sind schon alle tot, aber wir hätten, um die hier zu platzieren, hätten wir doch alle töten müssen. Achso, oh. Nur noch da ist irgendwo anscheinend eins. Daniel sagt, die meisten Menschen außerhalb des Tals wandeln nicht auf dem Pfad des Vaters. Vielleicht nehmen sie sein Wort mit sich, wenn sie gehen. Das heißt, diese Gasse wurde nur gemacht für... Diese Mission verwirrt mich. Also wirklich, so ein bisschen sehr. Na. Na egal. So, direkt über mir ist nämlich der Ausgang. Deswegen verstehe ich ihn nämlich auch. So. Jetzt verstehe ich auch. Da ist doch das Blut, was in der Luft schwebt. Hallo. Das war ja... Billo. Ja, finden Sie die Karte des Grand Stair-Gebiets. In der Morning Glory Hülle. Nehme ich gleich noch mit. Da ist die Höhle. Wir sollten nicht hier sein. Dieser Ort. Er gehört dem Vater in den Höhlen. Wir dürfen ihn nicht entweihen. Wovon reden Sie? Der Vater in den Höhlen. Der heilige Vater, der dem Tränenvolk seinen Beistand und seinen Sohn gab. Viele der Höhlen in diesem Tal sind ihm heilig. Und die, die sie betreten, werden mit göttlichem Zorn gestraft. Heiliger Zorn, sicher? Ich werde Ausschau halten. Ich wette, es sieht aus wie eine Bärenfalle. Spotten Sie nicht über Dinge, die Sie nicht verstehen. Solche Worte werden den Vater nur verärgern. Ja, aber... Egal. Wir haben diese Höhle auch schon erkundet. Gar kein Problem. Wahrscheinlich werde ich... Da sind wir hier bei... wenn der weiße Flieder wieder blüht? Das ist ja auch Stockwerke. Du bist so langsam. Oh, ich bin gar nicht langsam. Ja. So. Oh. Das ist äußerst positiv. So. Die nächste Pflanze ist weg. Unschöne Angelegenheit. Au! Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich dachte, wir wären hier schon mal gewesen. Ich wünschte, Sie hätten meine Familie kennengelernt. Ich denke, Sie würden sie mögen. Ja. Das ist die Frage. Ich muss den Sprung gar nicht schaffen. Die Tür kann ich aufmachen. Mist.
Weißt du, was ich mir vorstellen könnte? Dass dieser Typ, von dem wir die Geschichten hier die ganze Zeit erfahren, dass das Vater in den Höhlen ist. Aua. Ja, das war der Zorn Gottes, ich weiß. Oh, yeah. Hole Band mit großer Staircase-Karte. Und das ist noch ein Terminal. Ja, das ist der Typ. Haha, 20. August. 10 unterschiedliche Spuren, 800 Meter nordöstlich des Canyon-Eingangs. Barfuß, 23. August. Sah sie durchs Visier, wandelnde Leichen. Bin schlussendlich doch verrückt geworden. Vielleicht Demenz. 24. August. Ich bin nicht verrückt, sie sind echt. Gott verdammt, sie sind echt. Fielen mich an, sobald sie mich sahen. Knurrten wie Tiere, sehen aus wie Leichen, riechen aber nicht verwest. Ich werde sie von ihrem Elend erlösen. Tue für sie, was ich für mich nie tun konnte. 3. September. Es war der letzte. Alle weg. 2.113. 5. Februar. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag mit dieser alter Dinosaurier. Zum Geburtstag viel Glück. Glückwunsch am 60. Was schenkt man einem Mann, der alles hat? Eine Flasche Whisky und ein Kaliber 12 Laufgeschoss in den Schädel. Juhu, komm schon. Was muss ich tun, um mir selbst zu beweisen, dass ich lang genug gelebt habe? Ich bin ein verschrumpelter alter Mann mit weißem Bart. Hab genügend Sonnenauf- und Internetgänge gesehen. Hab den großen Sonnenuntergang gesehen und schleppe mich seit 36 Jahren durch die lange Nacht. Lächerlich. Ich mache mir keine falschen Vorstellungen. Von irgendwas auf der anderen Seite. Schön. Bevor ich geboren wurde, standen die Dinge nicht so schlecht. Ciao und Alex. Silvio und Michael. Der nicht hat sein sollen. Gedanken an die geliebten Toten, bevor ich sterbe. Auf Wiedersehen, Zion. 6. Februar. Hab's verdammt nochmal nicht getan. Wie immer zu feige. Vielleicht nächstes Jahr mit 2 Flaschen. 2.123. 25. April. 24 Kinder. Die Hälfte Jungen, die andere Hälfte Mädchen. Das Jüngste ist etwa 8. Das Älteste 13, 14. Schmutzig und abgemagert. Waren lange zu Fuß unterwegs. Kinderkreuzzug. Haben ihr Lager fast an derselben Stelle aufgeschlagen wie Los Mexicanos vor 30 Jahren in einem Menschenleben. Habe sie 2 Jahre Nächte lang belauscht, gebildet. Eins liest den Jungen Gute Nacht Geschichte vor. Sie sind aus der Schule geflohen, wie sie es nennen. Aber ich weiß nicht, wo das war. Und wenn sie möchten, dass eins der Jüngeren gehorcht, sagen sie, es solle aufhören, der Rektor wird dich erwischen. Der Rektor sollte hier besser nicht auftauchen, sonst lasse ich ihm den Schädel weg. Ich kann immer noch geradeaus schießen. Ja. Das ist Vater in den Höhlen. Sage ich zu 100%. Sage ich zu 100%. Ist Zion betreten? Wir haben noch jetzt. Genau, bringen sie das. Aber ich muss erst die Wurzeln zum Schamanen nämlich bringen. Das mache ich noch in dieser Folge. Alles klar, mein Vorleute ist abgestürzt. Das mache ich nicht mehr in dieser Folge. Bis dahin und tschüss.